Hallo Leute, willkommen zu meinem dritten Weihnachtsvideo zum vierten Advent. Nach den Sets von 2019 und 2018, jetzt ein Set aus 2017. Und da haben wir es auch schon. Ich blende euch wieder den Post-it ein, den kleinen Notizzettel. Und es ist das Set Nutcracker, die 40254. Wie eben schon gesagt, aus dem Jahre 2017. 230 Teile hat das Set. Keine Minifiguren. Klar, und es ist ein GWP, ein Gift with Purchase, hat also demnach keinen Preis, weil es so nicht direkt verkauft wurde. Später dann vielleicht schon mal, aber initial, als es das erste Mal rauskam, gab es das nicht. So, und auch hier natürlich wieder, ich habe die Steine hier in einem kleinen Gefrierbeutel oder Ziplock-Beutel hier drin, denn das Set hatten wir natürlich auch schon, diesmal schon das zweite Jahr in Folge, wo ich das Set aufbaue, nicht das dritte Jahr, ins erste Jahr 2017, 2018, jetzt 2019, das ist das dritte Mal, dass ich diesen Nussknacker hier aufbaue. Und ja, das mache ich jetzt mit euch gemeinsam hier in dem Video, in einem Speedbuild. Und dann sehen wir uns gleich zum Review wieder, also sage ich viel Spaß mit dem Speedbuild und bis gleich. So, und damit wäre auch das dritte Modell fertig, der Nussknacker. Ist aus dem Jahr 2017. So sieht er aus. Richtig cool gemacht hier mit der Mütze hier oben, dann hier die Augenbrauen, der Schnauzbart, dann hier die Uniform. Das sind die Arme hier mit den kleinen Fäusten vorne dran. Hier die kleinen Beinchen und wie auf so einem Podest steht. Dann haben wir natürlich auch die Nussknackfunktion. Ja, hier kann er hier. Und steht aber extra auf der Packung auch dabei. Ich glaube, in der Anleitung stand es jetzt nicht. Da war ein Symbol, was das gezeigt hat. Nein, ist kein Nussknacker. Also man kann damit nicht wirklich Nüsse knacken. Ist jetzt hier nicht dabei. Auf der Packung stand das außen drauf. Das fand ich ziemlich witzig. So ein Symbol, was halt gezeigt hat. Nein, es ist kein funktionierender Nussknacker. Es ist nur ein Modell eines Nussknackers. Ja, und so kann man sich dann schön ins Regal stellen. Finde ich sehr cool. Ist echt gut gelungen. Kommt gut rüber. So fertig gebaut. Sieht halt wirklich aus. Jo, toll. Ja, das sollte man natürlich nicht machen, den die ganze Zeit in der Hand rumhalten. Er ist auch zum Hinstellen, nicht zum Spielen. Das ist ja kein Spielmodell, sondern ein Displaymodell. So. Und den so schön im Regal stehen zu haben, hat was. Also haben den, wie gesagt, die letzten zwei Jahre, 2017 und 2018, immer im Regal stehen gehabt. Und werden noch dieses Jahr dann wieder im Regal stehen haben. Über die Weihnachtszeit und, ja. Och Mann, was mache ich denn heute? Gut, also, ich glaube, dieses Video kann ich als Comedy markieren. Das ist definitiv heute Comedy-Kanal hier bei mir. So, jetzt aber wirklich. So, ich halte ihn jetzt hier gut fest. Genau. Mehr gibt es eigentlich nicht zu zeigen. Meine, es ist halt, diese, wie gesagt, wie im letzten Video schon erwähnt, es sind kleine Modelle, da gibt es halt nicht allzu viel zu zeigen. Ja, hier der kleine Stud noch als Nase, die Augen, die auch bei den Brickheads dabei sind. Und ansonsten, hier die Frisur ist ziemlich cool gemacht. Ja, aber es gibt halt nicht viel zu sagen. Ja. Und von daher, ja. Das also, ich lege ihn jetzt mal hin. Das geht ja nicht wegen dem. Ah, wohl doch, so. Liegt ja auf seinem Stab hinten. Genau, dann bevor ich noch was kaputt mache, hier könnt ihr nochmal sehen. Das also das dritte Weihnachtsvideo hier am vierten Advent. Gut,
Dann gibt es wieder was zu gewinnen. Ihr hört es. Einen Adventskranz, wie er da steht. Ein kleines Tütchen, ein Ziploc-Beutel gefüllt mit allen Teilen, die ihr braucht, um so einen kleinen Adventskranz herzustellen. Den verlose ich unter euch. Was müsst ihr tun, um im Lostopf zu landen? Wie bei den anderen beiden Videos und bei den anderen Weihnachtsvideos auch schon immer. Nichts einfacher als das. Ihr müsst meinen Kanal abonnieren und im Video einen Daumen nach oben da lassen natürlich und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Advent. Dann seid ihr im Lostopf. In einer Woche ist Einladeschluss, ab dann werden keine Teilnahmen mehr gewertet und dann werde ich unter allen Teilnehmern einen Gewinner per Zufall auslosen und der oder diejenige bekommt dann von mir dieses kleine Tütchen hier zugeschickt. Ja, gut. Dann auch, wenn ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollt, euch das Video gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, fände ich ziemlich cool. Und wenn ihr mich und meinen Kanal ein bisschen unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Dann auch wie immer der Hinweis auf meine anderen beiden Kanäle. Da hätten wir den Hauptkanal Lenglizien 13 und den Sportkanal Sports at Lenglizien 13. Links zu beiden Kanälen findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei, würde ich mich sehr darüber freuen. Und auch da gilt natürlich, wenn euch die Videos gefallen, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und auch da gerne würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und egal welchen Kanal ihr abonniert oder wo ihr abonniert, denkt auch dran, die kleine Glocke zu aktivieren, denn nur dann bekommt ihr Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Außer für diesen Kanal, da könnt ihr auch einfach in den Telegram-Chat kommen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und da bekommt ihr dann auch immer Bescheid, wenn ein neues Video online geht. Könnt Umfragen teilnehmen, exklusive Gewinnspiele wird es dann da geben und könnt in dem Chat auch mit mir und anderen der kleinen Lego-Community hier chatten. Genau. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Ist komplett kostenlos. Wäre richtig cool. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter zu tun. Außer euch fürs Einschalten zu danken. Schön, dass ihr da wart. Euch weiter noch einen schönen vierten Advent zu wünschen. Und hoffentlich sehen wir uns dann im letzten der vier Weihnachtsvideos zum vierten Advent wieder. Und bis dahin sage ich, danke fürs Einschalten. Macht's gut, Leute. Bis nachher oder gleich. Ja, wie auch immer. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.